Na, sie hätten halt auf mich hören sollen und das im öffentlichen Personennahverkehr machen müssen. Das wäre viel, viel spannender geworden. Ja, vielleicht beim nächsten Mal noch, ne? Guten Tag, es ist wieder Cthulhu-Zeit. Vielleicht guten Abend, vielleicht hört man sich das abends an. Weiß ich nicht. Kannst du selbst entscheiden, bin ich heute mal nicht so. Heute geht es weiter und da werden wieder Dinge passieren. Und ich werde auch einfach wieder nichts dazu sagen, sondern nur viel Spaß und bleib geil. Also, wir stehen jetzt draußen. Genau, also, ihr steht draußen, ihr seid ja schon eine ganze Weile gefahren, es ist dunkel draußen. Das Wetter ist nicht besser, es regnet zwar nicht im Augenblick, aber es ist sehr windig. Und dementsprechend ist es auch sehr dunkel, denn ihr seid hier außerhalb der Städte. Und weit und breit seht ihr auch keine größere Lichtquelle, vielleicht in der Ferne, wie eine Autobahn. Und da ein paar Autos drauf, also ein paar Lichter. Aber die sind sehr weit entfernt. Ihr hört auch die Geräusche der Autobahn nicht, sondern nur die Geräusche der sich unterhaltenden Leute, die um euch herumstehen. Viele von denen sind aufgebracht, können sich nicht erklären, was da passiert ist. Und ja, die Zugbegleiter gehen halt herum und verteilen im Zweifel auch mal eine Decke oder eine Jacke. Sehr freundlich von Ihnen. Genau. Ich behalte sie genau im Auge. Die sind nämlich alle komisch. Es verhält sich hier eigentlich im Augenblick niemand seltsam. Was macht mein Kompagnon? Verhält der sich seltsam? Du bist woanders ausgestiegen, vielmehr er ist woanders ausgestiegen als du. Du kannst ihn selbstverständlich suchen gehen, wenn du das möchtest. Es ist jetzt auch Ja. nicht so, als ob hier alles knüppeldicke voll wäre. Also es sind zwar einige Leute in diesem Zug, aber dadurch, dass sie dann auch so ein bisschen, also ein paar Schritte weggegangen sind vom Zug selbst oder auch weggeführt wurden, verteilt sich das alles ein wenig. Dann suche ich mal den netten Herrn. Die Frage ist, ob du dich durch den vernichtenden Blick, der dir entgegengeworfen wird, überhaupt bewegen kannst. Noch weiß ja niemand, dass ich schuld bin. Ja, du schaust ein bisschen, läufst ein bisschen durch die Menge. Da sind wieder die Familie mit den Kindern. Die eine Familie hat da ein kleines Spiel draus gemacht und die Kinder tollen so ein bisschen durch die Wartenden hindurch. Einige Ältere finden das gar nicht witzig und stauchen dann die Kinder zusammen. Es entbrennt eine kleine Diskussion zwischen Eltern und den anderen Zuggästen zufahren. Und ja, Von du denen halte ich kannst. mich fern, weil die sind danach ja sauer auf mich. Das, nee. Du kannst dich dann aber auch durch die Menschen winden und siehst dann irgendwann in etwas weiterer Entfernung auch deinen frierenden Flugbegleiter. Hey, Hans. Hauch mich mal an. Ich Ja. brauchte das jetzt, nachdem nichts passiert ist, du weißt. Gut. Ist auch nicht so wichtig. Du brauchtest es so dringend, dass ich bei minus 100.000 Grad Stell dich nicht voller so an. Schlafmittel im T-Shirt in der Pampa stehe. Ja, aber wir sind wenigstens aus dem scheiß Zug raus. Das sind doch Kinder, ne? Ich suche mir x-beliebiges und in meiner Nähe und setze ein freundliches Lächeln auf. Ja, du hast dann da was mit, hast du eine Geschlechtspräferenz oder eine Alterspräferenz? Also Grundschule und weniger. Jein, ja doch, wobei da ist ein Mädchen bei, das noch so jung ist, ja. Hallo, guck mal, der Onkel, der will mit dir Fangen spielen. Ist so bestimmt langweilig. Sie guckt dich etwas verschüchtert an. Brauchst nicht schüchtern sein. Guck mal, der hat richtig viel Spaß. Dem ist auch langweilig. Die Sie ganze guckt Zeit schon sucht er nervös jemanden zum herüber. Spielen. Bist du in die Hocke gegangen? Selbstverständlich. Eine Mutter kommt an. Entschuldigung. Ja. Was bitte möchten Sie von meiner Tochter? Verzeihung, ich wusste nicht, dass Sie eine dieser überfürsorglichen Eltern sind, die dafür sorgen, dass Ihre Tochter immer noch mit 24 zu Hause wohnt, bis sie irgendwann von einem Truckerfahrer geschwängert wird.
Bevor Sie jetzt Ihre Tirade loslassen, würde ich sagen, Sie gehen einfach. Und nehmen Sie die kleine Larissa, Lena oder wie auch immer, Laura, habe ich vergessen, ihr Kind heißt, mit. Sie schaut dich völlig entgeistert an. Nimmt ihre Tochter auf den Arm. Dreht sich um und geht. Tschüss, Wortlos. Linda. Ich gehe dazu. Mann, du bist ja ein Kinderfreund. Mehr als du, was nicht schwer ist. Ich kann mit Stimmt. ihnen leben. Sie anscheinend nicht mit dir. Ach, die hätte ich rumgekriegt. Das hätte ich so nicht sagen sollen. Genau, das Thema behältst du einfach mal für dich. Hm? Ich glaube, der Truckerfahrer wird Klaus heißen. Was hast du gegen Klaus? Ich habe nichts gegen Klaus, aber ich glaube, so wird er heißen. Na dann. Was machen wir jetzt? Wir warten, bis es weitergeht. Du willst doch wieder in den Zug? Guck dich doch mal kurz um. Ja, ich weiß, es ist nichts passiert, aber wir sollten uns eventuell darüber unterhalten, was dieses Nichts war. Okay, pass mal auf. Du kommst wieder mit zwei völlig verschiedenen Sachen. Die eine ist, du willst wieder in diesen Zug. Nein. Also, ich möchte bitte, dass du dir die Alternativen ansiehst. Falls du die nicht siehst, es kommt daher, weil es sie nicht gibt. Ja, aber... Hallo. Ein Mann kommt auf euch beide zu. Ein Mann kommt auf euch beide zu, zusammen mit Frau Müller. Ist das Lindas Vater? Nein. Sehr gut. Es ist der Zugführer. Schön. Hat er diesmal eine vernünftige Uniform an? Ja. Ah. Würden Sie bitte mitkommen? Wohin? Ja, nach vorne. Und was will ich da? Die Umstände aufklären, wegen derer wir hier stehen. Das ist ja sehr interessant, wie Ihnen sicherlich diese nette Frau zeigt, auf die Bar-Schlampe da sagen kann, habe ich gerade die Tabletts nach vorne gebracht, als wir anhielten oder im Begriff waren anzuhalten, deswegen würde ich einfach gern hier stehen bleiben. Der Blick Guck dich des etwas vorwurfsvoll an. Führers wendet sich zu Herrn Wegerecht. Ich möchte anmerken, meine letzten Worte oder einer meiner letzten Worte in der letzten Folge waren, ich habe ein Alibi. Ich weiß, dass du das hast. Das ist auch alles klar, aber das wussten die ja nicht. Ja. Würden Sie mir bitte folgen? Okay. Ich gucke nochmal vorwurfsvoll nach hinten. Als ich weggehe. Er geht mit. Also er nimmt dich mit. Ihr geht auch nach vorne, steigt auch in den Zug ein. Und geht jetzt durch diese Türe in diesen Privatbereich der Zugbegleiterin, wo einer von euch beiden mal schauen war. Ja, das war ich. Genau. Was hat sich da alles verändert oder hat sich da überhaupt was verändert? Nö, da hat sich nichts verändert. Okay. Es liegt noch ein Pulli mehr draußen, aber ansonsten nichts. Herr Wegerecht, der Aussage Ihres Mitreisenden zufolge nehme ich an, dass Sie in Ihrer Kabine alleine waren. Ich habe mir auf dem Flur ein bisschen die Beine vertreten. Und wie erklären Sie sich die Zigarette? Da rennen viele Kinder rum. Die eine aufgerauchte Zigarette, er beendet den Satz nicht, sondern macht eine Handbewegung. So diese, bitte sprich, Handbewegung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, worauf wollen Sie hinaus? Dass es einen Feueralarm im Badezimmer Ihrer Kabine gab. Wegen derer dieser Zug halten musste. Was nicht nur finanzielle Folgen haben kann und für Sie haben wird, sondern auch unseren ganzen Zeitplan verzögert und eine Menge Ärger nach sich zieht. Sie wissen, dass das rechtliche Konsequenzen haben wird, nicht wahr? Nun, wenn... Also, ich war ja auf dem Flur und habe mir die Beine vertreten, also ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber wenn das so viele, Unannehmlichkeiten bereitet, dass wir alle hier nur stehen und wir den Zug ja betreten können, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir weiterfahren.
Sie sind Raucher. Das, das ist richtig. Und ist die richtig. Zigaretten lagen bei mir auf dem in meinem Abteil. Das ist auch richtig, ja. Gut. Wir werden diesen Vorfall aufnehmen. Sie bleiben dabei, dass Sie auf dem Flur gewesen sind. Kann das irgendjemand bezeugen? Ich habe niemanden gesehen. Sie haben niemanden gesehen. Es ist ja auch schon spät. Auch niemanden, der in Ihre Kabine gegangen ist. Leider nicht, nein. Hm. Gut. Dann kommen Sie doch einfach zu gegebener Zeit, wenn Sie den Brief erhalten, nochmal zum zuständigen Sachbearbeiter und dann können wir das in Ruhe aufklären. Er wirkt auch ein wenig, also er reißt sich ein bisschen zusammen. Er wirkt ein bisschen gezwungen, ein wenig angespannt. So wie jemand, der gerne losbrüllen würde, es aber gerade nicht tut. Mhm, alles gut. Mhm. Gut, können wir dann weiterfahren? Die Mitarbeiter kümmern sich gerade darum. Das ist schön. Gehen Sie bitte auf Ihr Abteil zurück. Und wenn Sie sich das nächste Mal die Beine vertreten, achten Sie doch bitte darauf, dass Sie alle potenziellen Rauchquellen oder Feuerquellen bei sich behalten, damit nicht wieder irgendwelche Kinder in Ihre Kabine kommen können und wir vielleicht ein weiteres Mal anhalten. Gehen Sie einfach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Er sieht gerade so aus, als würde er dir gerne eine reinhauen. Das kann ich mir vorstellen. Gut. Ja, ich schließe dann die Tür und mache mich wieder zurück und ja. Da draußen, also so langsam können die Leute auch wieder einsteigen und ja, die Stewardessen, die werden die Stewardessen, sage ich immer. Die Zugbegleiterin führen die Leute dann auch wieder in den Zug oder lassen die Leute auch wieder in den Zug. Auf Nachfrage hin wird ein bisschen ausweichend geantwortet, quasi, dass jemand tatsächlich irgendwie geraucht hat im Abteil, dass aber auch nichts passiert ist, kein Feuer ausgebrochen ist, alles in Ordnung ist. Selbstverständlich regen sich da einige Leute drüber auf. Aber dann nach ein paar Minuten sind auch wieder alle im Zug und dann kann die Fahrt auch weitergehen. Sehr gut. Haken dran machen, nächstes Mal rauchen in einem anderen Abteil. Nur für den Fall, dass wieder komische Sachen passieren. Jetzt wissen wir ja schon die Exit-Strategie, wie wir rauskommen. Das ist gut. Gut. Ihr seid wieder im Zug, du bist im Abteil. Ich nehme mal an, dass dein Kompagnon auch wieder ins Abteil kommen wird, oder nicht? Na klar, Schlafenszeit. Dann trefft ihr euch wieder im Abteil. So. Und nun? Was machen wir jetzt? Wirken so die Schlafmittel. Wir müssen das doch irgendwie, also, du weißt, was wir gesehen haben. Wir sind uns da einig, dass wir dasselbe gesehen haben. Wir müssen darüber mal reden. Ich muss das begreifen. Was ist da passiert? Hm. Was war das? Lass die Augen offen. Easy. Hey, Hans, wach bleiben. Ich hab doch die Augen offen. Ja, ich bin nur minimal Blick mal dösig. Geguckt? Wie soll ich denn meinen eigenen... Bist du eigentlich bescheuert? Ja, was weiß ich. Guck mal in den Spiegel. Aufstehen. Nee. Ja, mach irgendwas, um wach zu bleiben. Wir müssen uns unterhalten. Also, was ist da vorgefallen? Was war das? Ich begreife das nicht. Wir hatten einen kollektiven... psychotischen Anfall. Ja? Wegen unserer vergessenen, unsere Auslöser ist irrelevant, wegen der beengenden Situation und dieser nervigen Frau Müller. Wegen unserer wegen unseres einmaligen Konsums im Jugendalter von THC.
Das ist Wieso einmalig? Nein, das glaube ich nicht. Also, das ergibt keinen Sinn. Also ich meine, das, was ich gesehen habe, ergibt auch keinen Sinn, aber ist dir mal aufgefallen, dass wir die einzigen waren, neben dem Abteil, wo der alte Mann drin saß? Also der alte Mann war ja auch noch normal. Was? Was bitte ist denn normal? Kannst du mir das Gegenteil von meiner Aussage beweisen? Wenn nicht, und jetzt hör ganz genau zu, wenn dem nicht so ist, dass du das also nicht beweisen kannst, dann sind wir nicht normal. Und wenn es Gesetz dich, in dem Fall, wenn wir du wären denkst, normal. Nein, nein, pass auf, ich habe es. Du bist der Meinung, jetzt etwas tun zu wollen. Und du wirst das Folgende tun. Der Typ, den wir geweckt haben. Ja. So, der müsste deiner Dingsung nach ja auch normal sein, ne? Er war, so, der, sah der normal wird, aus. So, der wird ja nicht die ganze Zeit gepennt haben. Ja doch, er ist ja, also... Alles, was wir wissen, ist, er ist aufgewacht, als wir ihn geweckt haben. So, das heißt, wenn er nicht die ganze Zeit geschlafen hat, denn das ging ja über ewig, dann dürfte er vielleicht auch dieses andere Zuggeräusch gehört haben, was sonst offenbar niemand gehört hat. Wenn es dir also ein inneres Bedürfnis ist, tätig zu werden, dann suchst du jetzt diesen alten, armen Sack und fragst ihn. Ja, aber vielleicht ist der auch einfach taub oder so. Also, der hörte sie, der sah auch schon so, so schwerhörig aus. Vielleicht hat er dieses Geräusch ja irgendwas damit zu tun. Schwerhörig aus. Ja, keine Ahnung. Da war teilweise, waren hier noch diese komischen Puppen überall. Und er war der Einzige, der nicht so puppig war. Das ist falsch. Das ist ja egal, das habe ich ja nicht gesehen. Und das kommt also daher, weil er schwerhörig war. Keine Ahnung, vielleicht. Weil bei uns ist hier die Anlage kaputt. Vielleicht das macht uns schwerhörig. Keine Ahnung. Vielleicht ist da ja irgendwie... Ich weiß nicht. Vielleicht hat er ein Hörgerät oder so. Hat er ein Hörgerät? Hast du es gesehen? Hat er ein Hörgerät gehabt? Was weiß ich. Also... Es war auf jeden Fall seltsam, dass er normal ist und die anderen alle nicht. Also, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr auf die anderen geachtet in seinem Abteil. Waren die anderen in seinem Abteil auch in Ordnung? Keine Ahnung. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Das war komisch. Ich fand es so erfrischend, ich fände eine Wiederholung echt ziemlich geil. Bist du jetzt einfach nur verrückt oder wirken die Schlafmittel? Sag mal, hat Mutti dir nichts über Sarkasmus erzählt? In dem Fall, schon. Der Mann, der die Milch gebracht hat, war nicht nur ihr Freund. Ein Hausfreund, sondern dein Papa. Ja. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Dann lässt du meine auch aus dem Keller oder wie soll ich das verstehen? Gott, die passt doch da nicht mal rein. Das stimmt. Ja, irgendwie ist es auf jeden Fall passiert und wir müssen irgendwas tun, um das zu verhindern, dass es nochmal passiert. Wir könnten allen Leuten die Trommelfelle durchstechen. Ich glaube, das würden die uns nicht so wirklich, das würden die nicht gut finden, wenn wir das tun. Aber es folgt deiner Logik. Ja. Aber das sollten wir eventuell nicht tun. Behalten wir das auf. Als Plan B. Nein, ich sag dir, okay, ja, können wir machen. Vielleicht auch noch ein anderer Buchstabe weiter hinten. Plan A ist, wir gehen pennen. Denn diese Sache mit wir haben einen ganz kurzen Aussetzer gehabt, ist überhaupt nicht vom Tisch. Das heißt, wenn wir jetzt einfach weiterfahren und ich in weiß, Moskau dass ich ankommen... Verrückt bin. Ja, natürlich. Das sagt man halt immer, weil die Verrückten auch nicht wissen, dass sie verrückt sind. Verdammt! Aber wenn wir jetzt einfach weiterfahren, weil es einfach nichts ist, ne? Dann sollten wir einfach
ein paar Tage freinehmen nach der Sache. So, vielleicht sogar noch bevor wir fliegen. Das halte ich für klug. Das halte ich sowieso für klug. Wenn, also wir haben sowieso keine Alternative. Was willst du denn jetzt machen? Du kannst nichts machen. Das heißt, wir werden jetzt weiterfahren und es wird halt einfach nichts mehr sein. Wenn wir in Moskau ankommen und sagen, oh, die Kinder hatten die Seuche und wir wären jetzt krank. Scheiße, wir können einfach nicht fliegen mit dem Fieber. Easy. Ja, also ich weiß nicht. Jetzt schlafen, ich kann jetzt nicht schlafen, das funktioniert nicht. Er kratzt dich im Hinterkopf, so ein bisschen irritiert quasi. Dann hast du immer noch die andere Möglichkeit und kannst alle möglichen Gäste fragen. In dem Abteil hinten sind ja unglaublich viele, die garantiert auch nicht schlafen können, weil sie kein Bett zur Verfügung haben. Ja, aber wie stelle ich das denn an, ohne wahnsinnig zu wirken? Langsam kommst du auf den Trichter, ich verstehe. Du hast ja offenbar ein Gespür für alte Menschen. Und? Naja, dann... Und dann suchst du dir halt einfach irgendwelche alten Zausel und laberst die dumm von der Seite zu, so wie bei Herrn Holzhammer von Gusshausen. Ja, es hieß Kranberg, aber das ist egal. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind alle sauer auf mich, weil ich den zugehalten habe. Eventuell müsstest du das machen. Naja, du willst mich da jetzt also reinziehen, weil du dich nicht im Griff hattest, ja? Soll ich jetzt da rumrennen und Leute fragen, ob sie schwerhörig sind oder sonst irgendwas? Ich muss mal wissen, ob das funktioniert noch, ob das alles normal funktionierte. Was funktionierte? Ja, ob das alles noch normal ist, quasi, mit das ganze Zeug hier. Okay, pass auf. Dann kommen wir nämlich... Um alles mögliche, also, ne, um mal quasi aus dem Zug rauszukommen, um mir mal ein bisschen Frischluft zu schnappen und, ne, einfach mal ein bisschen Abstand zu kriegen. Das war dein Ansinnen, Leute, ja? Und die Leute zu gucken, ob die, ob, ja, und außerdem muss ich rauchen. Pass mal auf, das nächste Problem mit dem Ding, von wegen, wir müssen jetzt irgendwas tun, ist das folgende. Völlig irrelevant, ob wir zwischendurch durch eine Paralleldimension gefahren sind, weil am Zug ein Dimensionsspalterschwert war. Du leckst. Fuck you all, bitches. Das kam an. Sehr gut. Sehr gut, ja. Package Schluss geht noch gerade wieder runter. Typische NSA-Sache. Und der anspricht dann nie weg. Also, wie gesagt, ne, nehmen wir mal, also entweder wir sind zwischendurch durch eine Paralleldimension gefahren, weil ein Dimensionsspalterschwert vorne am Zug hing, oder du bist halt komplett bekloppt. Übrigens bin ich nicht bekloppt. Das war dumm. Aber es ist egal. Egal, ob hier was komisch ist oder ob du komisch bist. Ich bin es auf jeden Fall nicht, weil ich hier gerade logisch denke. Also pass auf. Ich habe den Faden verloren. Nein, ich wollte irgendwas. Genau. Du kannst ja nie wissen, wenn du irgendwelche Leute fragst, ob sie irgendwas gesehen haben oder wenn du irgendwelche Dinge tust, wie zum Beispiel Trommelfelle durchhacken, das kannst du nie wissen, ob es nicht gerade jetzt komisch ist. Das ist also völlig egal, ob du was tust oder nicht, weil du überhaupt nicht weißt, was normal ist und was nicht. Deswegen bin ich ja der Meinung. Verrückt. Nein, deswegen bin ich der Vernünftige und sage, wir schlafen. Und gucken einfach und es wird einfach nichts passieren. Wenn du dich da jetzt weiter rein versteifst, dann bist du der, der verrückt klingt. Nicht ich. Verstehst du? Also es wird einen logischen Grund geben, warum das so ist. Was wir da gesehen haben. Und den müssen wir rausfinden. Und dann müssen wir das verhindern, dass es nochmal passiert. Das ist der größte Schwachsinn, den ich seit langem gehört habe. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Und weißt du, was die logische Erklärung ist? Entweder du bist bekloppt und bildest dir ein, dass ich mit dir rede, oder ich bin bekloppt und bilde mir ein, dass du mit mir redest. Und in Wirklichkeit sitzen wir, einer von uns, in einer Zelle.
Das ist das einzig Logische. Alles andere ist nicht so logisch. Nun, aber wenn du dich auf nichts anderes verlassen kannst, als auf deine eigenen Gedanken, dann... Und wer sagt, dass ich das kann? Und wer sagt, dass du das kannst? Davon sollte man einfach ausgehen, dass man das kann, weil sonst kann man sich ja selbst schon einweisen. Oder man nimmt es einfach hin als... Da war ja auch nichts. Dann kann man sich nämlich darauf verlassen, dass alles eigentlich relativ easy ist. Verstehst du wohl? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich bin und dass es mir gut geht und dass ich klar denken kann und logisch denken kann. Also von daher kann man auch alles andere logisch irgendwie erklären. Und wie erklärst du dir dann diese Zigarette auf dem Klo, wenn du logisch denken kannst? Das war ein Test und ein Bedürfnis. Das war wichtig, das zu testen. Nun gut. Okay, ich brauchte einfach die Zigarette und die wollte ich nicht in diesen Waggon. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Und außerdem, nehmen wir mal an, irgendwas sollte nochmal passieren. Sehe ich nicht, warum wir irgendwas verhindern sollten oder verhindern könnten, dann werden wir einfach diese Notbremse ziehen. Dann werden wir uns einfach verpissen. Die sollten wir aber in einem anderen Abteil ziehen, weil ich habe jetzt schon eine Straftat am Arsch. Also ein Verfahren. Könntet ihr was nachweisen? Warst du nicht mit mir Tabletts wegbringen? Ich war mir die Beine vertreten, habe ich gesagt. Cool. Und hast du nicht diese furchtbare Frau in unser Abteil gehen sehen? Wie hieß sie denn? Die Mutter von Linda. Lass doch mal Frau Müller aus dem Spiel. Nee, den Namen kenne ich ja nicht. Aber die könnte ich beschreiben. Ich auch. Gut. Völlig irrelevant. Sie können ja nichts nachweisen. Sie können im Wesentlichen überhaupt nichts machen. Ja, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Das kläre ich mir mit meinem Anwalt. Das passt schon. Mit deinem Anwalt? Übertreib's nicht. Was ist denn Zug geraucht, Alter? Da ist nix. Was? Das kostet Geld. Also, lass ich doch mal... Das kostet hier, überhaupt... Ach, Quatsch. Ist jetzt auch für dich irrelevant, weil das hat ja noch geklappt und das war alles normal. Was nicht normal war, war diese komischen Puppen. Er haut sich mit der Faust gegen den Kopf. Diese komischen Puppen in diesem komischen Speisewagen. Und die waren seltsam. Du hast die eine doch ausgezogen, oder? Nö. Ja, dann hat die sich dann, als sie wieder normal waren, hat die sich wieder angezogen. Bist du da reingerannt? Ist da was passiert? War die nackt oder so? Es war alles wie immer. Es war nix. Es war nichts komisch. Oh Mann, ich verstehe das nicht. Ich mach dir ein Angebot. Wenn was komisch ist, dann nehme ich mein Taschenmesser und ramm's dir in die Hand. Ich hab's jetzt nicht dabei, aber ich kann dir den Nagelfeil in die Hand rammen. Ich will nicht, dass du mir irgendwas in die Hand rammst. Dann wachst du auf. Ich bin wach. Und was gibt dir die Sicherheit, das zu sagen? Das fühlt sich hier nicht an wie ein Traum. Mhm. Vielleicht ist es die Art von Traum, die du gar nicht kennst, weil du dich gar nicht mehr an sie erinnerst. Es gibt Leute, die denken, die Decke stürzt ein und sie rennen deswegen aus ihrem Haus. Nein, nein, nein. Also, ich träume nicht, du träumst nicht, wir haben dasselbe gesehen. Irgendwas ist hier seltsam. Fassen wir mal zusammen, was wir alles gesehen haben. Also, die Menschen waren Puppen oder irgendwelche komischen... surrealen Roboter-Menschen, die immer nur einen Satz konnten und darauf reagieren konnten. Die Leute waren in deutscher Bahnuniform, zum Beispiel die Frau Müller. Zum Beispiel. Was war da? Du hast das Essen probiert. Wie schmeckt das Essen? War das Pappe. Gut? Pappe, okay. Das sah so komisch aus, als wenn du das nicht genießen würdest. Ich verstehe das nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Das muss doch irgendwie... Also...
Sei mal leise, kannst du irgendwas hören? Irgendwie, ob das ob irgendwie so ein halluziniertes Gas oder so aufstürmt irgendwo? Ich höre jetzt Wir mal sind in einem militärischen Versuchszug. Ich höre quasi jetzt mit meinem Ohr wirklich an den Wänden entlang, ob da irgendwo was ausströmt. Vermutlich ja nicht. Sie würfeln. Du hörst die Zuggeräusche. Du hörst eine Klospülung im Abteil neben euch. Du hörst noch leise, gedämpfte Stimmen. Aber ansonsten nichts. Was sagen diese leisen, gedämpften Stimmen? Darf ich? Ja, bitte. Finglui, Mgnafktulurie, Garnaktagen. Nein, das sagen sie nicht. Das wäre so episch. Nein, sie unterhalten sich über die Hochzeit der Schwägerin. Das ist genauso absurd. Das ist sogar noch absurder. Ja. Oh Mann. Nee, hier schrimmt nichts aus. Aber gut, jetzt ist auch alles normal. Ein halluzinogenes Gas. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Was weiß ich. Das wird irgendeinen Grund haben. Was passiert ja nicht einfach so. Zumal wir dasselbe gesehen haben und gefühlt und geschmeckt haben. Ich verstehe einfach immer noch nicht, wie du in irgendeiner Form annehmen kannst, dass das entweder, also dass das weder ein Traum ist, noch dass einer von uns beiden bekloppt ist. Weil das Beklopptsein ist die das ist ja schlecht anzunehmendste die Möglichkeit, die schlecht anzunehmen. Im Gegensatz zu realen Austauschdingern, die das ist weniger schlecht, ja? Wenn die Sachen ausgetauscht wurden, dann gibt es dafür einen Grund. Also einen realen, logischen Grund, warum das passiert ist. Zum Beispiel, weil wir, ne, weil das eine Farce ist, weil das irgendwas anderes ist, weil das, ne, das ist einfach eine Reality-Show oder so, keine Ahnung. Das wäre ja eine Möglichkeit. Oder aber, weil wir einfach irgendein Gas geschnüffelt haben, was uns halt sowas halluzinieren lässt. Keine Ahnung. Und der logische Grund, etwas, dass dieses Gas hier ist das? Das ist mittlerweile abgebaut, das Gas. Und, das und warum war es hier? Und warum war es hier, dieses Gas? Was weiß ich? Dass Dinge passieren. Und wir hatten eine vollsensorische, komplette Halluzination. Was weiß ich denn über Drogen? Beide die gleiche. Und also, in diesen ganzen Drogenfilmen sehen die Leute immer, wie sich alles verwäscht und so, aber sie sind einfach nicht wirklich in einem anderen Scheißort mit anderen Scheißgegebenheiten, weil es das eigentlich nicht gibt. Sowas gibt es nur in folgendem Fall. Psychose. Wie heißt das andere hier? Ist Dr. Freud oder was? Ich bin Dr. Freud. Wie heißt denn das gleich? Arg. Arg ist mir kein Begriff. Schizophrenie. Weißt du, ich musste diesen scheiß Grundkurs-Dings da machen, von wegen Flugbegleiter, weil die Leute ausreißen. Schizophrene Leute sitzen vorm Fernseher und sagen, ich kann das Fußballspiel beeinflussen. Und sehen Dinge. Aber? Aber sie sehen noch nicht dieselben Dinge wie ihr Flugbegleiter. Ja, du bist ja aber auch immer noch nicht sicher, dass ich hier bin, oder? Wie kannst du dir denn sicher sein? Ich guck dich kurz an, dann gebe ich dir eine Backpfeife. Und das hilft dir inwiefern? Naja. Meine Hand tut jetzt ein bisschen weh und dein Gesicht wahrscheinlich auch. Das heißt, wir sind beide hier. Mhm. Okay, wir drehen uns im Kreis, aber das ist mir gerade egal, pass auf. Ja, wir könnten beide hier sein. So, ne? Dann heißt das, dass es tatsächlich ein Austausch von Menschen mit Puppen stattgefunden hat, dass Menschen comicartig verzerrte Gesichtszüge hatten, völlig monoton waren, dass das Essen und so weiter, ne, dass die ganze Scheiße wirklich passiert ist, was halt, was keine logische Erklärung hat, das ist unfucking möglich. Oder du hast damit jetzt eine weitere vollsensorische Halluzination zu deinem sowieso halluzinogenen Geist hinzugefügt, wenn du mich schlägst. Weil du kannst ja auch alles andere anfassen. Das beweist nicht. Das heißt, ich darf dich nochmal schlagen. Ich finde, du kannst es lassen. Siehst du? Also,
Davon bist du also anscheinend auch nicht selber überzeugt, sonst würde ich dich ja verprügeln können, das wäre dir scheißegal. Weil du bist ja schließlich meine Halluzination. Ja, aber ich kann ja nicht sicher sein, dass du nicht unecht bist. Verstehst du, was ich meine? Nee. Aber... Wenn du... Wir müssen davon ausgehen, dass wir beide real sind und dass wir beide... Wieso müssen wir das? ...umbringen könnten, wenn wir uns aufeinander einhauen. Wir können es genauso wenig wie das alles andere hier real ist. Wir können im Wesentlichen gerade nichts. Denn das Ding ist, nehmen wir mal an, du würdest dir das gerade alles irgendwie zusammen halluzinieren oder zusammenträumen, ne? So, du kannst diesen scheiß Tisch anfassen und du kannst mit Menschen reden. So, und dein Gehirn gaukelt dir vor, dass diese Menschen reagieren, wie es der sozialen Konvention entspricht. Das heißt, wenn du mich schlägst, würde das eingebildete Ich, das du dir vorstellst als Ich, so reagieren, wie ein Mensch reagiert, den du schlägst. Ich würde sagen, lass mal. Verstehst du? Was ich meine? Er schüttelt einfach nur den Kopf und legt das Gesicht dann einfach in die Hände. Ich sehe, du bist endlich, ja, du bist endlich an meinem Punkt angekommen. Ah, oh, gut, jetzt kann ich schlafen. Nein, Mann, wir dürfen doch jetzt nicht schlafen. Sondern? Was passiert denn, wenn wenn das wieder passiert und wir schlafen und... Dann werden wir vorher von den Pfeifen geweckt. Also halluzinieren wir dann auch im Schlaf, sagst du? Ich hab keine Ahnung. Das ist ja der Witz. Aber alles, was ich hier gerade in diesen stundenlangen Scheiß versucht habe, dir klarzumachen, ist, ich halte es für wahrscheinlicher, dass entweder einer von uns beiden träumt, dass entweder von einer von uns beiden bekloppt ist oder sowas, als das, was du glaubst, hier passiert sein könnte. Denn sowohl das Gas als auch die Reality-Show sind halt echt, sagen wir mal... Gut, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten außer Gas-Reality-Show oder dass wir bekloppt sind? Weil ich bin mir sicher, dass ich nicht bekloppt bin. Und oh, ich weiß es. Bei dir weiß ich es mir nicht genau, nicht mehr. Die dritte Möglichkeit ist... Magic. Oh, warte, das ist auch keine richtige Möglichkeit, wie die anderen. Oh, Magie ist auch nur eine Täuschung von Tatsachen. Nein, nein, ich meine keine Taschenspielerei, ich meine Magic. Die mit dem Dimensionsspalterschwert am Zug, die hat Magic. Er zieht die Augenbrauen hoch und guckt die nochmal komisch an. Es ist genauso wahrscheinlich wie bekacktes halluzinogenes Gas in einem bekackten Fickzug. Das ist jedenfalls noch physisch nachweisbar und erklärbar. Nein, ist es nicht. Mit einem Gasspektrometer könnten wir das nachweisen, dass wir, wenn hier Gas drin wäre. Und warum ist dieses Gas hier? Was weiß ich, was die Deutschen und die Russen hin und her schicken zueinander? Keine Ahnung. Und wir beiden sind die Einzigen, die von diesem Gas was mitbekommen haben. Vielleicht, um uns mundtot zu machen. Keine Ahnung. Weil wir die Stimme der Revolution sind. Ja, was weiß ich denn? Es gibt so... wir können auf jeden Fall bestimmt irgendwas finden, was es logisch erklärt, dass das so ist, wie es ist. Es gibt immer einen logischen Grund. Wir verstehen nur manchmal die Logik nicht. Noch nicht. Ja. Nee. Für mich ist halt einfach immer noch kein logischer Grund da. Außer den genannten. Vor allen Dingen, weil doch, wenn es irgendein Gas ist, ja? Mhm. Alle Halluzinogene haben dann Nachwirkungen. Müssten wir jetzt nicht brutalst verkatert irgendwann mal sein? Und so starke Halluzinationen müssten noch viel länger halten. Was weiß und, ich. Und, pass auf, wenn wir beide als Einzige betroffen sind, weil wir die Stimme der Revolution sind, und wir torkeln da draußen rum, und sagen, oh, Alter, Mann, hier, jetzt zieh ich der Puppe den Kopf ab. Da sagt einfach keiner was. Die sagen, ja gut, lass mal machen. Du hast recht, das ist seltsam. Oh Gott. Aber warum waren denn hier alle betroffen und in diesem Abteil der alte Mann nicht? Und warum waren wir nicht betroffen? Es wirkt fast so, als gäbe es dafür keine logische Erklärung. Es muss eine logische Erklärung geben. Außer, und damit kommen wir wieder weit entfernt zum letzten Punkt, es ist nichts gewesen.
Es ist aber etwas gewesen. Wir sind schlafgewandelt und sind da hinten im Hotel aufgewacht. Dem will ich widersprechen, weil ich müde bin und ich habe noch nicht geschlafen. Soweit du weißt. Vielleicht bist du vorhin beim Zocken eingeschlafen. Wir müssen dann zeitgleich eingeschlafen sein. Das würde wieder die Gastheorie stützen. Nichts stützt die Gastheorie, verdammt. Nichts. Außer, dass sie genauso wahrscheinlich ist wie alle anderen. Also ich meine, den Punkt muss ich dir geben. Gut. Wenn das nicht sein kann, die Sache mit dem Verrücktsein nicht sein kann, weil nein, ist nicht. Ja, okay. Das Gas, das haben wir in Betracht gezogen. Aber das mit dem kurzen Hirnschock, nein, das lassen wir einfach aus. Ich bin nicht verrückt. Natürlich bist du das nicht. Gut. Also. Dann nächste Möglichkeit, ein riesen Verarsche-Scheiß. Das wird so, wird so aufwendig sein, das durchzuziehen. Du kannst es überhaupt nicht nachahmen. Also wie willst du das denn generieren? Wie also willst du dieses Puppen Zuggeräusch generieren? Oh, die Puppen austauschen, ja? Ja, die Puppen so schnell. Keine Ahnung. Und diese verzerrten Gesichtszüge, das waren Masken. Vielleicht. Und der Schrei, den ich in meinem Kopf hier gehört habe und nicht über Lautsprecher, der bei der Lautstärke, und die war ja wirklich enorm, übelst übersteuert haben müsste, den haben sie auch eingespielt. Wir haben noch irgendwo versteckte andere Boxen. In meinem Kopf. Wir haben ja auch die ganze Zeit das komische Zuggeräusch gehört. Und unsere Boxen sind ja anscheinend aus. Na gut, jetzt wo du es sagst, ist es tatsächlich auch so wahrscheinlich wie alles andere. Also. Wir gucken einfach nächstes Mal, wenn das passiert. Nächstes Mal? Ich sehe, es steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, dass es hier nächstes Mal gibt. Wenn das nochmal passiert, schmeißen wir eine dieser Puppen aus dem Fenster. Nur um zu gucken, was passiert, wenn sie aufsteckt. Sind die Fenster nicht ziemlich dick? Dann schlagen wir ein Fenster ein. Die kann man öffnen. So, dass da jemand rausgeworfen werden kann? Das ist kein ICE, also... Man kann bei einem Zug, der mindestens 60 Kilometerstunde pro Fährt, ein Fenster... Das, zur Not gibt es immer Notausstiegsfenster, die man zerschlagen kann. Mit diesen Hämmern daneben. Die gibt es immer. Okay, das ist ja schon was anderes als aufmachen. Ich hätte mich nur echt gewundert, wenn ich halt ein Kind rauswerfen kann, weil das Fenster müsste ja so groß sein, dass ich ein Kind rauswerfen kann, wenn das Ding so schnell fährt. Nee, ich habe auch gerade festgestellt, dass die Züge, wo das noch geht, dass man die Fenster so weit aufmachen kann, die sind zu alt. So alt ist der Zug nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Notausstiegsfenster. Selbst da bei den Zügen, wo du die Fenster aufmachen kannst, passt nicht viel durch. Das ist halt schon so gemacht. Also ich habe schon in Zügen gesessen, wo das ging. Cool. Also. Also, dann nehmen wir also eine Puppe und schmeißen sie aus dem Fenster. Ja. Gut. Also ich weiß nicht, also wir müssen ja irgendwas tun. Bin ich jetzt auch noch nicht überzeugt von? Also letztes Mal, als wir jemanden angesprochen haben, ging das wieder. Dann hat sich auf einmal alles verändert. Also als wir einen der Schlafenden angesprochen haben. Den alten Mann. Wir sollten nächstes Mal den alten Mann direkt aufsuchen und ihn wecken. Ohne was aus dem Fenster zu schmeißen. Vielleicht schmeißen wir den alten Mann aus dem Fenster. Cool. Keine Ahnung, wir müssen doch irgendwas tun, um das... Also. Ich möchte nur noch mal ein was sagen. Du bist... felsenfest davon überzeugt, dass du nicht bekloppt bist und sagst im gleichen Atemzug, du wirfst alte Männer aus Fenstern. Bemerkst Mann. Du, in welchem... Nein, das ist genau das, was ich vorhin verhindern wollte. Das ist genau die Art von Gespräch, die wir jetzt führen, weil wir nicht übereingekommen sind, dass wir einfach sagen, es ist nichts gewesen. Es hätte so viel einfacher sein können. Aber es ist nicht nichts gewesen.
Es ist immerhin was gewesen. Und das weißt du. Verdammte Seuche. Ja, du wirst langsam übrigens sehr, sehr müde. Mister, ich habe 2 Schlaftabletten und Alkohol dazu genossen. Hey, erstens war es ein Eierlikörchen. Ich hoffe im Schokobecher. Und 2 Schlaftabletten. Habe ich nicht gesagt, ich nehme nur eine wegen des Schnapses? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe irgendwie 2 im Kopf. Ich werde müde, ausgezeichnet. Ich habe ja 2 Decken von Frau Müller bekommen. Genau. Ich werde doch die 2 Kopfkissen. Sehr gut, ich werde jeweils 1 davon auf den Boden packen. Weil, wer braucht so einen Scheiß? Dann wird sich um mir gezogen, dann wird gepennt. Ja, und ich gehe in den Linksumsabteil. In den Speisewagen. Speisewagen. Ja, der hat auch nicht mehr so lange offen, ne? Ja, ich order mir einen Whisky. Mhm. Eine Flasche. Bekommst du. Gut. Ich gehe in den Raucherabteil. Mhm, du bist jetzt alleine. Stünde mir die erste Zigarette an und fülle mein Glas und trinke. Gut. Du trinkst. Wenn das Glas leer ist, dann trinke ich noch ein Glas und zünde mir die nächste Zigarette an. Ein ganzes Glas? Also ein richtiges, also trinkst du Whisky-Gläser gleich auch Whisky-Glas-mäßig gefüllt oder trinkst du Saftglas-Whisky? Ich trinke mit Stil. Und ich trinke ein paar mehr davon. Aber immer nur Whisky-Glas-mäßig. Okay. Ich bitte dich. Wir betrinken uns jetzt gerade mit Stil. So in so einer 3-4 Gläsern quasi werde ich dann auch zurückgehen, weil das musste ich jetzt einfach haben. Also 2-3 Gläser und 2-3 Zigaretten später. Vielleicht auch 4 oder 5 Gläser. 4 oder 5 Gläser, sagt er. Ja, wie lange braucht man das, um Zigaretten zu rauchen? Das kann ich dir nicht sagen, ich rauche nicht, aber ich schätze mal so ungefähr 2 Minuten. Siehst du, da gehen Gläser weg, das ist gut. Da hast du aber einen guten Zug drauf. Ja. Gut, dann 5 Minuten für eine Zigarette, ich weiß es doch nicht. Ich rauche nicht. Das Ding ist, das hängt, also du kannst gemächlich beides tun. Das ist nie, ne, das bedingt einander nicht. Also ich werde auf jeden Fall schon saufen. Ich werde gut ein Viertel von der Flasche, denke ich mal, trinken. Dann kannst du da 4 bis 8 Zigaretten dazu rauchen. Ich werde schnell trinken. Gut. Und dann werde ich mich auch zurück ins Abteil machen. Mhm. Ich werde dieses Abteil abschließen. Gut. Ja genau, so lange bist du ja nicht beschäftigt. Du merkst den Alkohol, du bist jetzt aber nicht völlig betrunken. Ja, es ist halt, du bist langsam auch ein bisschen müde. Ich meine, es war ja alles sehr anstrengend und so weiter. Und legst dich ins Bett. Mhm. Dir schlaft. Ich will versuchen, wach zu bleiben. Du willst versuchen, wach zu bleiben. Mhm. Gut, dass du so viel Alkohol dazu getrunken hast. Ja. Das ist hervorragend, dass du so viel Alkohol dazu getrunken hast. Also, wirklich. Du willst versuchen, wach zu bleiben. Ja. Ja. Ich muss gerade gucken, wie gut dir das gelingt. Eventuell, wenn dir das nicht gut gelingt, dann trinke ich vielleicht noch ein, weil wegen meine Gedanken kreisen. Ja, also du trinkst noch einen und also... Nee, es tut mir leid. Ich weiß. Du schläfst einfach ein. Gut. Der Kopf liegt auf dem Tisch. Ja. Sehr gut. Das ist auch in Ordnung. Ja, ihr schlummert, ihr träumt. Du weniger. Keiner von uns durfte träumen, oder? Naja, so ein bisschen schon. Ich hab mir 2 Schlaftabletten reingehauen, ja? Und jetzt kommst du mir mit Träumen, ich finde das nicht fair. Nicht die ganze Nacht, aber es ist halt immer so der Traum kurz vorm Aufwachen, ne? Den man halt so hat. Wovon ihr träumt? Vermutlich von den Ereignissen,
die dort passiert sind. Von Einhörnern. Du träumst von Einhörnern. Rosa Einhörner, die auf dich zulaufen, mit gesenktem Horn. Es mögt vielleicht ein Symbol sein, vielleicht ist das irgendwie eine versteckte Deutung deines Verhältnisses zu deinem Mitbewohner? Wer weiß das schon? Und ich dachte, du kommst jetzt mit irgendwas von wegen Impotenz. Vielleicht träumst du deshalb von Einhörnern. Der sehnliche Wunsch. Ein Horn zu kriegen. Genau. Genau. Und irgendwann erwacht ihr. Der Zug steht. Wie spät? Es ist hell draußen. Aber gerade eben so Morgendämmerung im März. Also ungefähr 8 Uhr vielleicht. Halb acht, acht. Es gibt also im Wesentlichen überhaupt keinen Grund, nicht nochmal weiter zu schlafen, ja? Im Wesentlichen nicht, nein. Außer vielleicht hektischen Stimmen auf dem Gang, die hin und her laufen. Ist dir auch nicht ganz sicher, warum ihr wach geworden seid. Es kann sein, dass es eine Art Rucken war. Du kannst dich auch an so etwas wie ein Quietschen erinnern, aber ganz sicher ist es nicht. Guck mich nicht so an, ich habe nicht geraucht. Und ja, wie gesagt, es ist hektisches, hektische Stimmen sind auf dem Gang. Eine Frau etwas weiter vorne, die Stimme hört man auch nur ganz leise. Was sie genau sagt, versteht ihr nicht, aber sie scheint auch ein bisschen hysterisch zu sein. Ja, ich drängte mich quasi aus dem Abteil, sodass ich das mitkriegen würde. Du meinst, du schließt das Abteil auf und gehst auf den Gang? Jo. In deinem Schlafanzug. Oder was auch immer du trägst. Ich habe mich nicht ausgezogen. Ach, stimmt. Du bist ja der Sophie. Jo. Ja, du hast einen sehr, du hast einen Pappmaul. Und zwar vom Feinsten. Ja, dann trinke ich doch lieber noch. Ich habe ja die Flasche noch in der Hand. Nee, die hast du nicht mehr in der Hand, die liegt neben dir. Mist, ist sie ausgelaufen? Ja, das werde ich jetzt mal. Siehst du, dafür gibt es dann den Glückswurf. Ja, ist sie. Damn it. Scheiß. Der ganze Abteil stinkt nach Alkohol, ist auch gut. Sie ist in deine Schuhe gefallen quasi, die du daneben, die hast du dir noch so abgestreift, sie ist in deine Schuhe, ist es reingelaufen und das ganze Abteil stinkt bestialisch nach Alkohol. Stiefel saufen, Junge. Jetzt. Ja, scheiße. Mensch. Der gute Schnaps. Der war echt teuer. Ja. Yeah. Egal, ich hab's Geld. Gut. Ja, ich stehe da draußen. Auf Barfuß, also hier in Socken quasi. Ja. Und 3 Tage Bad, und also sprich 1 Tage Bad, aber. Mhm. Ja, also du siehst am Ende des Ganges eures Waggons, siehst du auch ein paar Personen stehen, also 2 ältere Damen und eine der Zugbegleiterinnen. Es ist nicht Frau Müller, sondern eine andere, also sondern die andere, die ihr gesehen habt. Dann viele Leute sind noch in den Abteilen, also wenn du da vorbeigehst, es sind einige Gardinen sind zur Seite gezogen. Also so ein bisschen zur Seite gezogen, hin und wieder schauen da auch Leute hinaus. Die Leute, die übrigens am Ende des Ganges stehen, die sind sogar in Schlafkleidung, haben Morgenmantel über. Also übergezogen. Und eine der Damen, wenn du ein bisschen näher rangehst, die weint auch. Also es ist wirklich etwas, also sie ist etwas aufgelöst. Und ja, aber ansonsten kannst du erstmal nichts erkennen. Also draußen steht niemand. Okay. Also außerhalb des Zuges. Sind zumindest wir an einem Bahnsteig? Nicht neben, nein. Ihr seid, also du bist jetzt wirklich mitten in der Pampa. Stell ich mir aber dazu. Was ist denn hier los? Ja, die eine Frau hält sich schluchzend. Schmeißt die schluchzend nur die Hände vor den Mund. Die andere schaut dich entgeistert an. Wie sind Sie, wie haben Sie das etwa nicht?
Sie müssen das doch mitbekommen ich haben. Ich guck sie nochmal an, so wirklich so aus diesen roten, alkoholtrüben Augen. Was habe ich nicht mitbekommen? Da kommen doch diese... Die Zugbegleiterin schaut dich jetzt auch an. Ich bringe sie gleich auf ihr Abteil zurück. Also meinst du jetzt zu der Frau? Wendet sich dann an dich. Es tut mir sehr leid, es kommt zu einer weiteren nicht eingeplanten Verzögerung. Also es gab einen Unfall und... Was haben die Kiddies diesmal angestellt? Finden Sie das witzig? Also, was ist passiert? Finden Sie das lustig, oder? Sehe ich so aus, als wenn ich irgendwas lustig finden würde gerade. Es gab einen Unfall, ein Kind ist vor den Zug gelaufen, sagt die eine Heulende. Na dann, ich drehe mich um und gehe wieder. Was sind Sie denn für ein Mensch? Sie schluchzt wieder laut auf, die Zugbegleiterin nimmt sie dann am Arm. Beruhigen Sie sich doch. Kommen Sie, wir bringen Sie jetzt zurück in Ihr Abteil. Ich bringe Ihnen gleich einen heißen Tee. Irgendein Blag hat sich vor dem Zug geschmissen. Also sage ich zur Hand. Die scheiß Flasche ist deswegen auch umgekippt. Kack. Mein Nacken ist total steif. Ist das nicht für ein bisschen kalt, dass du gerade sagst, dein Nacken ist steif und da ist eine Flasche ausgelaufen, während die Innereien und das Gedärm und der aufgeknackte Schädel von dem Kind unter uns sind? Dieses Kind hatte wohl wahrscheinlich einen sehr guten Grund, vor den Zug zu springen. Ist nicht mein Problem. So wie du immer früher einen guten Grund hattest, dir die Knie beim Spielen aufzuschlagen und zu heulen wie ein Kind. Man kann nicht einfach versehentlich einen Riesenzug übersehen. Das funktioniert so nicht. Kinder sind aber jetzt schon eine spezielle Gattung und der Zug ist ein ICE und fährt halt einfach wie schnell? Bis zu 200 Kilometer pro fucking Stunde? Wenn dieses Blag auf den Schienen lief, dann ist es selber schuld. Alter, du bist krank. Leg dich wieder hin, Pen. Ich meine, der schicke Kinderhass ist das eine. Weißt du, ich muss auch nicht jeder mögen. Während der Diskussion übernehme ich übrigens meinen Schuh und packe ihn, gieß ihn quasi in der, im Waschbecken aus. So den Rest des Alkohols. Was für eine Verschwendung. Aber was du hier gerade erzählst, ist eine Spur von Sozialdarwinismus, die halt, also musst du aber nochmal ganz kurz überlegen, ob das moralisch einwandfrei ist. Ich bin doch eh wahnsinnig, oder nicht? Das ist ein Punkt. Fick dich. Allerdings benutzt ihr jetzt natürlich meine Argumentation einfach zu deinem Vorteil, was ziemlich low ist. Genauso gut könnte ich halt sagen, nein, du sagst ja, du bist normal, das können wir so nicht machen. Gott. Ah, ich hasse und das wäre außerdem schlafen. Und das wäre außerdem überhaupt kein Punkt für Wahnsinn, sondern für reine Soziopathie. Jetzt bin ich also auch noch ein wahnsinniger Soziopath. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Läuft. Ich wusste gar nicht, dass ich mit einem Psychotherapeuten zusammen auf die aufs Abteil gekommen bin. Ich dachte, du würdest nur soft schubsen. Kannst du mal sehen, was alles in mir steckt? Neben deinem Mitbewohner noch einiges mehr. Ja, Das ist einfach so schlecht. Aber irrelevant. Wir werden hier also ungefähr 4 Stunden stehen, beziehungsweise vielleicht umsteigen. Schön, wir kommen aus dem verkackten Zug raus, finde ich gut.
Sie. Mir ist klar, dass sie jetzt in unser Essen spucken. Dann bestellst du das halt, du hast nichts verbrochen. Ja, aber ich bin mit dir hier, das ist im Wesentlichen das Gleiche. Mhm. Na gut. Das ist ja alles ganz schön gut hier. Richtig. Ich leg mich dann diesmal wirklich auf dieses Abteil-Dingsbums-Bett, was ich noch nicht wirklich ausgeklappt habe, und schließe noch kurz einmal die Augen. Mach mal dein Feuerzeug an. Ich schlafe so. Okay. Mach mal an für lange, bis es zu heiß wird. Das Feuerzeug? Ja. Irgendwann tut dir die Hand weh? Ja, na klar. Bis es halt zu weit ist. Ja. Scheiße, ich hab gedacht, ich kann den Alkoholmock verbrennen, aber es klappt halt doch nur bei Methan. Hättest du nicht lieber furzen können? Die Flasche ist ausgelaufen mit dem Scheißbelag. Ist sie wegen des Kindes ausgelaufen oder weil du sie offen gelassen hast wie ein Vollidiot? Wenn wir keine Notbremsung gemacht hätten, wäre das Ding nicht durch den halben Raum gerollt. Kannst du nicht beweisen, vielleicht auch in einer einfachen Kurve. Kannst du nicht beweisen, so. Jetzt lass mich in Ruhe. Nacht. Nacht. Nehmen wir an, ihr pennt beide nochmal ein? Sie? Diesmal ja. Das ist in Ordnung. Ihr werdet beide noch ein wenig schlummern und irgendwann ist dann auch die Wirkung der Tablette und die Wirkung des Alkohols einigermaßen verflogen. Okay. Ich bin wahrscheinlich immer noch verkatert. Boah, für dich. Ja, schon. Dir geht's echt nicht gut. Du hast so dieses ekelhaft flaue Gefühl im Magen. Ich, ach ja, also, ihr als fahrt ich dieses Geräusch übrigens höre, gehe ich erstmal direkt kotzen. Ja, das, du schaffst das so gerade eben noch. Ich schließe die Tür ab. Okay. Von außen? Nee, von innen. Natürlich sperre ich ihn jetzt halt einfach ein. Ja. Und verpiss mich dann. Nein, von innen. Ich wasche mir quasi den Mund aus, so. Wieder nix. Hä? Wieder nix? Was meint er? Hörst du das auch? Jo. Gut. Was machen wir jetzt? Da wir ja anscheinend wieder verrückt sind. Und hier wieder nichts passiert. Ich möchte mich auf ihn stürzen und ihn verprügeln. Bitte? Juhu! Möchtest du das jetzt wirklich tun? Ich möchte ihn zumindest eine reinhauen, ihn dabei zu Boden ringen und noch mindestens ein, zwei Mal ins Gesicht schlagen. Moment. Ich möchte mich im Übrigen wehren, wenn ich das tue. Was? Du bist verkatert. Na, du läufst auf ihn zu. Theoretisch ist dein Pilot zuerst dran. Allerdings ist der verkatert. Und noch etwas, Überlasse ihn den ersten Schlag auf jeden Fall. Du möchtest ihm einfach nur mit der Hand ins Gesicht schlagen, ja? Nein, mit der Faust. Du möchtest ihm mit der Faust ins Gesicht schlagen. Ja. Gut. Arschloch. Dann, willst du würfeln oder soll ich? Du darfst das selber würfeln. Du darfst jetzt einen W100 würfeln. Booyah. Herzlichen Glückwunsch, du hast getroffen. So,
Dann darf der liebe Herr Co-Pilot, dürfte theoretisch noch ausweichen, wenn er das möchte. Jupp, möchte ich. Gut, dann darfst du jetzt auch einen W100 werfen. Dein Hab ich? Zielwert wäre 24. Hab ich? Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Du musst Nee. drunter Ach bleiben. genau, ich muss jetzt runterwürfeln. Ach ja, scheiße. Ja, du musst drunter bleiben. Gut, du hast das nicht geschafft. Damit darf jetzt Trolli nochmal bitte einen W3 würfeln. Yay. Gut. Atomvisage. Ja, also es tut ziemlich weh. Verkapptes Arschloch, was soll das? Halt einfach deine beschissene Kackhackfresse oder ich werde sie dir einschlagen. Kleiner, arroganter, hässlicher Wichser. Oh, liebste Spielleiterin. Ja, bitte. Ich habe gehört, du magst White Russian und ich werde dir einen zukommen lassen, wenn deine Sonnenbrille dabei kaputt geht, vielleicht. Die hat er nicht aufgehabt. Das tut mir fürchterlich leid. Aber er hat sie immer auf. Nee, Also, ich meine, der hat so. gepennt, die ist spätestens beim Pennen runtergefallen irgendwann. Vielleicht ist sie ja draufgefallen. Nein. Darf ich einen Glückswurf machen? Nein. Du darfst einen Glückswurf machen, ob nicht vielleicht jemand draufgetreten ist bei dem Scharmützel oder so. Scheiße! Zwei drüber. Es ist nicht fair. Tja, nein, Ich wollte ihn seines Statussymbols berauben. nein, die Sonnenbrille ist ganz geblieben. Mist. Ausgezeichnet. Das Wichtigste. Gut, ihr steht voreinander. Alter Mann. Schlägst du nicht mal wie eine Pussy. Naja, dir tut, also er hat dich so am Kiefer Ja, getroffen. sag ja, er schlägt nicht wie eine Das Pussy. tut, ja, ach so, nicht, ich habe verstanden, er schlägt wie eine Pussy. Das ist schon. Das wird schon blau, sogar ziemlich. Wichser. Okay, was machen wir jetzt? Ausharren? Und du meinst, dadurch geht das besser. Ja, du hast vollkommen recht. Ducken und verstecken, oder was? Er zieht die Notbremse. Das ist der Moment, wo du das Geräusch mit dem Quietschen einspielst. Nein. Da sieht gar nichts. Richtig? Ich ziehe stärker daran. Das passiert. Gut. Plan mit dem. Wir Ja, sollten den alten Mann wieder wecken. sofort. Boah, mir schlecht. Wir machen die Tür wieder auf und Ja. gehen Richtung alter Mann. Gut, ihr geht hinaus. Es haben sich, zumindest bei euch im Abteil, sitzen da noch einige Leute, die schlafen, die keine Puppen sind. Schlafende Ja, Menschen Kinder. wecken, hat letztes Mal auch geholfen. Also bei euch im, auch in den Nachbarabteilen, einige, Moment. ja. Sind die schon du weißt schon. Weißt du wie? Nee. Sind die verzehrt? Genau. Nein. Die liegen einfach in ihren Betten und schlafen. Was seltsam ist, denn es ist hellichter Tag. Können wir die wecken? Also, letztes Mal, als wir jemanden geweckt haben, ist es auch alles gut gewesen. Vor allen Dingen hast du das gerade gehört in dieser ganzen Situation. Es ist seltsam, dass die schlafen. Es ist nämlich hellichter Tag. Ja. Oh nein, aber nein, das fällt euch auf. Also es ist halt schon, sie liegen alle in ihren Betten, sind auch, wenn ihr da jetzt in ein Abteil hineingeht, die sind auch vollständig angezogen, aber liegen halt auf ihrem Bett, in ihrem Bett und Easy. schlafen. Wir gehen in ein Abteil und reißen jemanden aus dem Bett. Und ich meine mit reißen aus dem Bett halt im Wesentlichen reißen aus dem Bett. Das habe ich mir gedacht. Ja, er fällt runter. Du hörst, wie, Moment, du reißt ihn einfach raus, ja? Ich dachte, davon wird man vielleicht wach. Ich würde Ja? erstmal bei einem unteren Bett anfangen. Ich bin da nicht so. Ach so, ja gut, dann hörst du kein fieses Knacken, aber du hörst ein Plumpsen, ein dumpfes Plumpsen. Der knallt schon gut mit dem Kopf auf den Boden.
Wenn ich ihn am Arm packe, also ich würde ihn schon halt dann am Arm festhalten. Ne? Achso, nee, dann plumpst nur der Hintern und die Beine auf den Boden das und okay. Der Kopf hängt halt so nach hinten runter. Weil er lebt keine Körperspannung noch? Hat. Hans, lebt er noch? Lebt er noch? Du kannst einen Puls fühlen, ja. Und Atmung hat er auch ganz normal. Hast du noch deine Dingsbumspfeile, Nagelfeile? Also ich will er ja nimmt nicht seine Nagelfeile und rammt sie ihm in die Hand. Hast du deine Nagelfeile dabei? Er geht in sein Abteil, holt die Nagelfeile und rammt sie ihm in die Hand. Dem Schlafenden? Natürlich. Mhm. Das blutet. Hm. Der sind er hält ihm die Nase zu. Er atmet durch den Mund. Der Mund auch zu. Warte mal. Das machen wir nicht. Nur so ein paar, drei Sekunden vielleicht, damit er... Okay. Sagen wir mal 20 Sekunden maximal. Die Atembewegungen werden versucht weiterzuführen gegen euren Widerstand. Okay. Ich lass wieder los. So. Okay. Person atmet weiter. Komischer Koma-Dingsbums. Das wird interessant, wenn das wieder alles normal ist, was da passiert ist mit seiner Hand. Willst du eigentlich direkt noch eine kassieren? Er geht jetzt zu dem Hochbett oberer Etage und reißt den Typen da raus. Er reißt ihn jetzt richtig raus. Er hat den anderen ja auch rausgerissen, bloß den wird er nicht halten können aus der Höhe. Richtig. Er knallt auf den Boden, du hörst ein fieses Knacken. Easy. Da sagst du zu mir und reißt dir jeden um und brichst den alles... Also Fresse halten, wach machen. Gesetz im Fall, dass die... Schnauze, wach machen. Ich hole mir Wasser und schmeiß das den Leuten ins Gesicht. Das funktioniert nicht. Passiert gar nichts. Also, die Leute werden Hans, nass. Hans, ich zieh Hans da mal weg, damit er denen nicht noch mehr Schaden zufügt. Gesetz im Fall, wenn das hier alles wieder normal wird, diese Menschen das erlitten haben, was wir denen gerade angetan haben. Ihr bemerkt eine Veränderung bei der Kleidung. Dann tu nicht so, als hättest du jetzt plötzlich Mitgefühl, Mister. Die blöde Göre ist vor den Zug gerannt und macht das bestimmt nicht einfach so. Das ist seine Schuld gewesen. Oh, ja, bestimmt. Na klar. So, aber was ist mit den Klamotten? Plötzlich haben alle, also die Männer, tragen so karierte Flanell-Schlafanzüge. Die Frauen ein geblümtes, langes Nachthemd. Das sieht jetzt nicht richtig altbacken aus. Das ist einfach nur dieses typische, ne? Geblümtes, langes Nachthemd sieht nicht altbacken aus. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Dimension das geht, aber vermutlich in der wir jetzt sind. Ja. Okay. Ja, der Stoff zumindest. Der Stoff wird also, nicht alt, sondern der Stoff ist ein moderner Stoff. Also, das kann man nicht mit einem Zaubertrick hinkriegen, den ich kenne. Also, den ich mir auch logisch erklären könnte. Dann können wir das schon mal ausschließen. Irgendwelche Gase? Wir haben schon wieder dieselben Halluzinationen. Das kann man... Ich weiß auch nicht. Wir gehen jetzt einfach, komm. Wir gehen weiter, genau. Wir gehen durch jedes Abteil und gucken nach Leuten, die keine merkwürdige Kleidung anhaben. Und dann wecken wir die. Und dann kommt hoffentlich der Schrei und dann ist wieder alles normal. Ihr geht weiter. Je mehr, also im letzten Abteil dieses Waggons liegen dann schon Puppen in den Betten. Wenn ihr in den Speisewagen kommt, da sitzt im Speisewagen erstmal niemand. Im Raucherbereich hinten sitzen zwei Schaufensterpuppen. Haben die eine Zigarette? Und eine Person. Das ist so ein, ja, so ein Mit-40er mit Schnauzbart und einer etwas ausgebeulten Jeans und einem Hemd, der auch wieder einen sehr leeren Gesichtsausdruck hat, der eine Zigarette in der Hand hat, eine Zigarettenpackung neben sich. Auf der Zigarettenpackung selbst hast du ein großes
also dieses Verbotsschild und hast dieses Rauchen verboten. Also du siehst im Grunde genommen dieses Rauchen verboten Schild auf der Packung. Und ja, du nimmst die Packung in die Hand. Dieser Mann guckt plötzlich hoch. Möchten Sie eine Zigarette? Gerne. Ich nehme mir eine Zigarette. Rauchen kann tödlich sein. Ich weiß. Ich zünde mir die Zigarette an. Das, was dir da in den Mund kommt, ist scharf. Das ist richtig scharf und extrem heiß. Ich spuck das aus, wenn das geht. Und es stinkt bestialisch. Also richtig eklig nach diesem kalten Rauch, wenn man die ganze Nacht feiern war und irgendwie überall, also alles richtig, richtig verqualmt war und man die Klamotten dann irgendwie am nächsten Tag dann nochmal in die Hand nimmt. Es riecht nach Montag. Quasi. Ja. Aber noch extremer. Bei der Bar ist da eigentlich die, da wird es ja irgendwo Gläser geben, so sichtbar, ne? Ja. Hat sich die Aufbewahrungsmöglichkeit optisch verändert? Also, die Person zumindest, die ist mir wurscht. Ja, die, okay. Die ist dir wurscht. Nee, da hat sich optisch nicht viel verändert. Wobei, die Gläser sehen alle gleich aus, die da stehen. Und die Tassen sehen auch alle gleich aus. Aber der Schrank oder was auch immer das ist, der ist genauso wie vorher. Der Schrank ist wie vorher, ja. Okay. Tja, dann würde ich jetzt einfach mal so 5 Gläser auf den Boden schmeißen. Du möchtest hinter die Bar gehen. Ich möchte das. Es taucht diese Frau auf, die auch das letzte Mal da war. Die mit dem Kaffee? Die mit dem Kaffee, genau. Allerdings ist ihre Uniform jetzt anders. Ihre Uniform ist noch immer die Zugführer hier hatten. Also beziehungsweise die auch das Zugpersonal hier hat. Die Uniform hat sich nicht verändert. Das ist nicht dieses komische deutsche Bahnuniform. Aber die Aale schon, oder was? Die Frau ist auch wieder, hat ein ähnliches Aussehen angenommen. Nur dass sie jetzt etwas jugendlicher wirkt. Als beim ersten Mal. Genau. Beim ersten Mal sahen ja, ihr habt ja mit 2 Zugbegleitern insgesamt zu tun gehabt, die sahen ja beide gleich aus. Die sahen ja beide, Frau Müller, so ein kleines bisschen ähnlich, aber auch eher von Typ her. Nicht wirklich, dass es ihre Gesichtszüge waren, sondern einfach nur der Typ Frau. Das ist jetzt anders. Die Dame stellt sich auch vor dich, wenn du da hinter die Bar willst. Zutritt nur für Personal. Wem haben Sie heute alles was gegeben? Setzen Sie sich bitte, ich bringe Ihnen Ihre Bestellung gleich. Was habe ich denn bestellt? Setzen Sie sich bitte, ich bringe Ihnen Ihre Bestellung gleich. Ah, fick dich. Wir suchen jetzt den Typen. Was ich noch machen möchte, ich möchte bitte eine Scheibe einschlagen. Du findest eine Notausgangsscheibe, die kannst du einschlagen. Das möchte ich gerne bitte tun. Das ist kein Problem. Wie schnell sind wir eigentlich so circa? Schnell. Wesentlich schneller als beim letzten Mal. Ihr hört zwar das Zuggeräusch, aber die Geschwindigkeit ist eine andere. Ich hält auch keiner auf, wenn ich das mache. Das ist okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass mich niemand aufhält. Nein, dich hält niemand auf. Das ist nicht nur für Zugpersonal, die Scheibe, die ist für alle da. Ich nehme diese Zigarette und gehe damit auf einen Abteil nicht meins, wohlgemerkt, ja. Und lege sie auf das aufs Klo. So dass die halt den Feueralarm theoretisch auslösen müsste. Okay. Das mache ich vorzugsweise mit einem Abteil, wo Kinder drin sind. Okay. Ich denke immer noch an meinen Arsch.
Das ist alles creepy, aber mein Arsch muss gerettet werden. Mhm, kein Problem. Wir gehen weiter und suchen den Dude. Ja, ihr geht wieder durch das Abteil durch. Also durch den Speisewagen durch. Kommt auch irgendwann in dieses Großraumabteil. Und? Ausnahmslos alle Personen hier sind entweder Schaufensterpuppen oder schlafen. Ja, aber nicht, wenn hier der Rape Train ankommt, Alter. Da schläft ja keiner mehr. Du weißt ja nicht, wie schnell die von den Sitzen runterfallen. Okay, was tut ihr? Ihr geht zu dem alten Mann? Der alte Mann, genau. Wir gehen zu dem alten Mann. Dann wird er halt... sitzt da und schläft. Dann wird er halt einfach mal gerüttelt. Entschuldigung? Sind Sie jetzt wach? Ja, selbstverständlich bin ich... Was? Gut, hallo. Entschuldigung, habe ich geschnarcht? Nee, haben Sie nicht. Alles gut. Ich habe eine Frage, die hört sich ganz seltsam an. Hören Sie dieses Geräusch? Er ist kurz still. Zuckt dann zusammen. Blickt sich um. Und fällt in Ohnmacht. Ich interpretiere das jetzt einfach mal als ja. Er rappelt sich dann aber auch kurze Zeit wieder hoch, also er bleibt nicht lange bewusstlos. Das ist eher dieses kurze Wegsacken. Das ist gut, ich hätte nämlich jetzt mit Kaffee übergossen. Es ist eher dieses kurze Wegsacken. Und dann schaut er euch an. Was? Auch in seinen Augen steht Angst. Wirklich Angst. Okay. Sie scheinen das wiederzuerkennen. Interpretiere ich das richtig? Er nickt. Gut. Hey. Wovon haben Sie geträumt? Wir sind nicht verrückt. Habe ich doch vorher gesagt. Noch eine dritte Person. Wovon haben Sie geträumt? Ich. Gar nicht. Dieses. Gar nicht. Sie werden jetzt mitkommen. Wie? Gar nicht. Also, was ist letztes Mal passiert, als Sie das. Also, Sie scheinen so, als wenn Sie das hier schon kennen. Was ist das? Was passiert hier? Gar nichts. Sie schlafen. Nein, das ist nicht, gar nichts. Das Thema hatte ich schon mit meinem Kollegen. Hey, was war, wie wir schlafen? Sie schlafen, das ist nichts. Schlafen wir beide oder schlafen die anderen hier? Was genau meinen Sie? Als er dieses Pfeifen hört, zuckt er nochmal zusammen. Blickt sich panisch um, würde jetzt sogar versuchen, irgendwie einen Schritt zur Seite zu gehen, aber geht auch nicht. Also er will nicht von euch weg oder sowas, sondern einfach nur instinktiv wollte er jetzt einen Schritt zur Seite, was aber halt nicht funktioniert. Sie müssen... Ich... Was... Er schaut hilfesuchend zu euch hoch. Sie müssen in ganzen Sätzen mit uns sprechen. Kennen wir uns? Ich bin Norbert, das ist Hans. Hi. Was?
hat er gesagt? Ja, keine Ahnung. Wir uns kennen. Nee. Name? Timur. Okay, Timur. Hans geht zur nächsten Schaufensterpuppe und schraubt die Hand ab. Dann geht er damit zu Timur. Was ist das? Was ist das? Das dürfen Sie nicht. Was ist das? Und warum ist das? Ich weiß es nicht. Okay. Sie sehen hier eine bekackte Schaufensterpuppenhand, ne? Wo vorher noch ein Mensch war, mit einer Menschenhand. Warum haben Sie das gemacht? Sie wissen offenbar Dinge, die wir nicht wissen. Also werden Sie sich jetzt hinsetzen und das erklären. Das wird bestimmt eine logische Erklärung. Wenn du noch ein Wort in der Richtung sagst, werde ich dich verprügeln. Mit dieser Scheißhand. Also, Timur. Ne? Wir sitzen ja alle im selben Boot. Oder respektive demselben Zug. Was kann also schiefgehen, wenn Sie uns darüber ein bisschen mehr aufklären, was die Phase ist? Ich weiß es doch auch nicht genau. Lass es mich besser formulieren. Ich werde weiterhin solche Scheiße bauen, weil ich keine Ahnung habe, was hier abgeht. Du weißt, dass das hier, mit der Hand rumschwenken, schlecht ist. Also Maul auf. Jetzt sei doch mal ein bisschen freundlicher. Halt die Fresse. Freundlich. Träume. Wer träumt? Ich weiß es nicht. Warum bist du keine Puppe? Und warum bist du wach? Ich weiß es nicht. Was weißt du denn? Hast du schon mal erlebt? Ja. Wann? Aber nicht so richtig. Es ist selten. Ja, schön ist es nicht, das stimmt. Reist du mit jemandem oder bist du allein? Ich bin allein. Als das vorher schon mal aufgetreten ist, warst du da mit jemandem zusammen oder warst du allein? Familie. Genauer. Sowas. Es gibt Geschichten. Ja, Märchen interessieren mich jetzt gerade eher weniger. In der Familie. Dass sowas passiert. Ich weiß nicht warum. Aber dies ist noch nicht passiert. Bitte, zwei gleichzeitig geht nicht. Daddy. Achso. Was sagen die Familiengeschichten? Nur das. Träume real werden. Uns nichts. Das ist also dein Traum. Nein. Sondern? Ich weiß es nicht. Wenn es in deiner Familie ist, ist es offenbar dein Traum. Träume können nicht real werden, das funktioniert so nicht. Es ist auch nicht wirklich. Aber ich weiß es doch auch nicht genau. Wie alt bist du? 86. Mhm. Und wann ist das das erste Mal passiert? Vor 70 Jahren. Was war vor 70 Jahren? Nichts. Wie nichts? Was ist da passiert? Habe ich geträumt. Danach nie wieder. Was? Ja.
schaut dich an. Das ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Das hier ist mein Freund Norbert. Ich finde ihn eigentlich ganz okay und ich habe ihm vorhin die Fresse poliert. Dich mag ich nicht. Du wirst reden. Vor ungefähr, naja, ein paar Jahre vorher ist mein Bruder verunglückt. In einem bekackten Zug? Nein. Vor einem bekackten Zug? Wir haben gespielt. Auf bekackten Gleisen? Er nickt. Cool. Haben wir den gerade überfahren? Er schaut dich an. Schüttelt mit dem Kopf. Okay, wen haben wir denn da gerade überfahren? Na egal. Da war ja auch noch alles in Ordnung. So, Moment, das haben wir doch überhaupt nicht. Hä? Und das hast du geträumt vor 70 Jahren? Er nickt. Und das ist dann passiert? Er nickt. Und das ist das Einzige mit den Familiengeschichten, wo Träume wahr wären? Oder gibt es noch irgendwas anderes? Denn das klingt nach einem bekackten Zufall. Stimmt. Mein Vater. Da gab es auch Geschichten. Aus dem Krieg. Er hat sie mir erzählt. Wenn diese Geschichten waren, dass sein Vater geträumt hat, dass sein Kamerad erschossen wurde und dann ist es passiert, werde ich ungemütlich. Was für Geschichten? Vor allem hat er sie ja nie erzählt, das weiß ja niemand. Achso, den habe ich gar nicht mitbekommen, okay. War, nicht, ganz anders, waren in diesen Geschichten irgendwas, was absurd und total bekackt war oder war es halt wirklich was, was auch einfach eintreffen kann? Es ist passiert, als wir Kinder waren. Er hat nicht genau gesagt, worum es ging. Es waren plötzlich viele Schüsse zu hören. Leute sind gestorben. Im Krieg. Da kann man schon von träumen und das kann auch passieren. Aber es geht halt um so Sachen, wie man träumt, dass alle Leute Schaufensterpuppen sind. Dann sind sie es auch. Nein. Das nicht? Das nicht, okay. Das sind... ist was anderes. Und was ist das? Das weiß ich nicht. Das war letztes Mal auch so. Bei den Leuten, die draußen waren. Wo draußen? Als alle geschossen haben. Waren die Schaufensterpuppen haben geschossen? Nein. Das sind alles bekackte Statisten. Genauso wie die Kack-Zigarettenpackung ist doch genauso stilisiert. Alles ist ja nur Form und Inhalt ist im Wesentlichen total reduziert. Weißt du, was ich meine? Hm. Die Saftschubs da hinten fragt die ganze Zeit nur, ob du Kaffee willst und so weiter. Das heißt, es gibt hier noch irgendeine bekackte Wix-Person, die wichtig ist, wie bei den Schüssen. Da gab es noch Leute, die wichtig waren. Nur die Außen waren Marionetten, ja? Also Puppen. Ich glaube, so einfach ist das nicht, aber also, ja... im Wesentlichen. Okay, du bist wach, wir sind wach, wir suchen Leute, die wach sind. Und lass mich das klarstellen. Solange ich nicht gegenteiliges... Du musst nicht Leute suchen, die wach sind, sondern jemanden, der schläft. Cool, wir werden Leute suchen, die schlafen. Du kennst dich minimal aus, ist mir auch egal, wenn nicht. Solange ich nicht das Gegenteil irgendwie zu 100 oder 1000% mitbekomme, bist du schuld. Ist dir das klar? Und ich werde alles tun, damit du bei mir bleibst und du bist mir körperlich unterlegen und ich werde sehr ungemütlich, ist das auch klar. Wenn ich merke, dass du in irgendeiner Form nicht kooperierst, werde ich auch ungemütlich, ist das auch klar. Wir müssen uns beeilen. Ausgezeichnet, los geht's. Ja, er erhebt sich auch, er kommt auch mit. Ich weck den Nächsten auf, der neben ihm liegt. Das schaffst du nicht. Dann nehme ich die nächste Person. Mhm. ETC. Ihr werdet eine ganze Weile brauchen. Thank you.
Wir nähern uns dem Finale, es wird ein sehr langes Finale. Und ich fand es auch sehr schön. Nicht actiongeladen. Wo denkst du denn bitte hin? Aber auch wenigstens mit keinem Geschrei mehr. Wobei, ich glaube, für dich war es jetzt gar nicht so schlimm wie für uns, weil das so ja automatisch nochmal die Lautstärke ein bisschen angepasst wird. Weil bei uns war das halt sehr plötzlich sehr laut auf dem Ohr. Sehr laut. Gut, aber wie auch eben auch sei. Man hat schon gemerkt, ich mag den alten Sack nicht so. Norbert fand ihn ein bisschen besser und es wird sich auch wiederum drehen in der nächsten Folge. Die Musik ist immer noch R2. Immer noch mit dem einen Lied, was mir jetzt gerade entfallen ist. Das heißt Through the Shadows, wie konnte ich das vergessen, auf Atone Might und übrigens zu finden auf Yamendo. Ansonsten Creative Commons 4, steht ja alles da und bis zum nächsten Mal.